Weiter geht's. Und ja, Algen können wir auch gut gebrauchen, sagen wir es mal so. Geht doch. Auch wenn wir die schon haben. Trotzdem. Ach, die haben wir beide schon. Muss ich den? Warum bin ich denn hier geblieben? Wie es plötzlich so dunkel wird. Wie gesagt, Ark-Musik. Und ich krieg dann auch Bock, Ark zu zocken, ne? Noch viel Müll. Sehr viel Müll. Goldenen, nee, Gold. Was brauchte ich nochmal? Was wollte ich nochmal? Eigentlich brauchte ich Holz, ne? Ich bin doof. Aber ich brauchte goldenen Seetang für die besseren Sprinkler. Das war's. Und ich brauche Gold. Ich brauche alles. Deshalb, ich glaube, ich kann machen, was ich will. Ich werde hier niemals richtig zufrieden sein. Also langsam könnte ich mal in diesen Orb kommen, oder? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Entenmuschel. Ah. Geht das hier noch für diesen Raum? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier trotzdem mal ein bisschen aufräumen. Komm schon. Vielleicht gibt es den goldenen Seetang ja auch nur, wenn wir hier anbauen können. Es gibt ja hier so eine Unterwasserfarm beispielsweise. Endlich! Ich gehe trotzdem schon mal hoch, ehrlich gesagt, und schnabuliere was. Das können wir ja nur machen, wenn, ne, die trocken sind, außer wir hätten Algensnacks. Da. So. Das sollte klappen. Boah, Glück gehabt. Komm, ich muss einen weiter runter, war. Hier. Oder da oben hin. Keine Ahnung. Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich beides. Oh Gott. Hier sind die... Oh, ist hier viel Müll. Ich habe immer das Gefühl, dass es immer mehr wird. Einfacher Müll.
Kriegt man relativ selten aus Müll, ne? Müll kriegt man relativ selten aus Müll. Sedan nehmen wir. Können wir immer gut gebrauchen. Besonders den silbernen mittlerweile. Auch wenn ich mittlerweile eigentlich den goldenen gerne hätte. Alter. Ich glaube, wir kommen hier nicht weit. Es ist schon spät, ja. Schnell nochmal hier den Anker setzen. Bevor wir hier despawnen werden. Ja, du schickst mich ja gleich raus. Von daher, alles gut. Mies Muschel. Junge! Wir haben noch Blubberblasen gemacht. So. Warum noch? Na, egal. Wir müssen vor 12 Uhr ins Bett, weil ansonsten. Silberner Seetang, Müll, Rot, Schrott, Kompost, Soft. Das war's hier. Oh, alles verschenkt. Krass. Nö, die ist einfach nur falsch einsortiert worden. Okay. Ich glaube, die kann man super auch verschenken. Ja, keine Ahnung. Die Kastanie, keine Ahnung. Wobei, die können wir verkaufen. Bam, bam. Bam. Machen wir hier mal so, ne? Ja, ja, ja. Schon? Ne, wir haben nämlich eine silberne. Seht ihr, seht ihr, seht ihr. Let's go. Oh, warte. Oh, ein bisschen Zeit haben wir noch, deswegen, okay, 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 okay. Ganz schnell jetzt ins Bett. Und dann sollte es klappen. Schrotthohen Schrottbogen. Toll. Jetzt möchte ich gerne Holz sammeln. Also im Herbst regnet es weniger als im Sommer. Das muss man sich auch mal vorstellen, ne? Oh, Marmelade. Nein. So. Wo ich den Kompost hingepackt hier? Ja. Es ist sehr windig. Anscheinend. Nope, nope. Oh. Irgendwas. Hä? Ach, die Sprinkler waren damit gemeint. Noch hier nix. 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 Okay. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Die Dings zu bauen.
Was brauchen wir nochmal für Bronze- und Silberbarren? Eine Bronzebarren haben wir 12. 4 Stück würde ich gerne herstellen. Das heißt, wir bräuchten 80 Schrott und 120 Rot. Holz müssen wir sowieso mal besorgen. Ich möchte ja auch die Scheune bauen. Bam, bam, so. Oh, hier wird es langsam knapp mit dem Holz. Fehlt so der Platz, den man auch, ne, unter der Farm von Stardew Valley, da gab es halt sehr viele Bäume. Irgendwie fehlt mir das hier, so ein obligatorischer Wald, ne. Oh, dafür brauchen wir immer noch eine bessere Axt. Schade. Sehr viel Holz. Kann man hier noch mal ein bisschen aufräumen, ist auch gut. Ich muss das mal neu sortieren eigentlich. Also meinen Leisten muss ich neu sortieren. Ups. Ja, mit dem Baum hätten wir dann die 120. Sehr gut. Hier holen wir nochmal eben den Müll ab. Wir da eigentlich nochmal holen? Irgendwas Interessantes? Ich meine, anscheinend ja nicht, sonst hätte ich es mir gemerkt. Aber ich gehe trotzdem mal gucken. Hole ich mir mal eben ein bisschen Heu ab. Gibt's nicht. Dafür nochmal. Wähle Material aus, die für die Verzauberung verwendet werden. Ich weiß nicht mehr, was man dafür braucht. Was muss man hier geben? Feuerriese? Nee. Der Erdriese war das, ne? Der Windriese. Ach, der ist da, ne? Hallo? Riese. Gum, gum, Menschlein. Menschlein brauchen Hilfe von Grog. Grog können helfen mit Menschlein-Werkzeugen. Grog seinen Freunden im Wald gesagt, sie nicht sollen neben Früchte von Menschlein. Aber manche Freunde seien frech wie Grog und nicht zuhören. Häuptlinge sagen, es ist nicht geben perfekte Freunde. Nicht einmal Grog sei perfekt, deshalb Grog auch mögen freche Freunde. Okay. Hm. Aber ist es wirklich nur dieses Verbessern? Nur. Die Spitzhacke hat ja schon einen. Ich weiß aber nicht, was. Ich weiß nicht mehr, was ich da geben muss, quasi. Was natürlich doof ist. Ja,
5. Das ist eigentlich viel zu viel für so wenig, wie man kriegt, ey. Seit wann muss ich das denn alles jetzt plötzlich doch in meiner Tasche haben? 1, 2, 3, 4. So. Wo stech ich denn jetzt auf? Machen wir mal hier erstmal. Oder hier. Aber stellen erstmal. Guck. Hier geht's. Keine Ahnung. Erstmal hier. Na. Perfekt. Und da kommen dann Reis rein, um Sake herzustellen. Warum habe ich dich hier? Keine Ahnung, wie ich sonst dahin mit soll. Algen habe ich hier bis. Wollte ich mehr? Wollte ich noch mal ins Meer? Wollte ich noch was zu essen? Ich glaube nicht, ne? Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Habe ich keine Waffe mehr? Ne, die habe ich beide gegessen, ne? Das heißt, ich muss davon mal einschnabulieren. Oder ein paar. So, das sollte reichen, bevor ich hier aber weitermache. So, wollte ich umstrukturieren. Habe ich jetzt auch gemacht, endlich. So. Wo soll der sein? Wo soll die zwei Orbs sein? Ich habe doch schon gefühlt alles gemacht. Ich muss mal eben auch noch was gucken. Oh, kann ich nur außerhalb machen. Ich wollte gucken, wie ob die Schmiede am Dienstag zu hat. Ich glaube nämlich schon. Wäre nicht so gut. Ja, ich weiß, dass der Weg blockiert ist. Das gibt's nicht. Ich habe schon so viel weggeräumt. Ah. Alter, wieso gehst du hier so eine Kurve nach oben? Schwierig sowas.
Jetzt sollte es aber passen, oder? Ja. Huch. Wahrscheinlich so ein einzelner Mülldings jetzt, ne? Ach da. Sehr schön. Und dann ist es nur der da oben. Aber wir kommen da gar nicht von hier aus hin. Warte mal, hier soll ein Weg angeblich frei werden. Wird er hier wahrscheinlich so ein Kurve machen und dann hier alles frei machen. Okay. Er wird da hinten eine Kurve machen und dann hier alles frei machen. Ja, da habe ich Glück gehabt. Oh, das ist aber auch schön gestaltet hier, muss man schon sagen. Die aufsammeln? Nein. Jetzt fehlt nur noch die da. Die da, die da, die da. Oder die da. Die da, die da, die da. Schön weiter der Wurzel folgen. Guckt euch diesen Haufen an. Diesen Müllberg. Hier sind zwei. Waren hier schon immer zwei? Ja, das war, ja, ehrlich gesagt, klar. Tja. Sind wir ehrlich, das wird hier nichts mehr. Zeitlich, aber auch energietechnisch. Gesehen, wird das hier nichts mehr. Warte mal. Hatten wir die schon mal? Nein. Wir können ja trotzdem hier mal so viel wie möglich Freiraum schon mal, ne? Müssen es nicht übertreiben. Gehen schnell zum Museum, ob wir da irgendetwas abgeben können. Das sieht man doch nicht, ob die morgen aufhaben. Schade, ich dachte, das wäre erkennbar. Ob wir das Ziel des Kürbis noch rechtzeitig bekommen, weiß ich nicht. Ich könnte auch die ganze Zeit einfach nur so drücken, ne? Wäre eine Option. Schön hingetan. Ach, hier.
machen wir mal bei fast allen so. Okay. Ja. Mal gucken, wie teuer die Papaya-Konfitüre ist. Der ist aber ein schriller Hund. Ich meine, vom Regen hätten wir jetzt auch ehrlich gesagt gar nichts mehr, ne? Fällt mir gerade so auf. Oh, die Orchideen sind bright. Ups. Okay. Ich glaube, da können wir besser wieder so machen. Ne? Yes. Oder haben wir auch was vergessen? Ist er noch nicht ready? Okay. Ansonsten bleibt das alles hier okay. Machen wir mal so. Die behalten wir wieder, um sie verschenken zu können. Und das müssen wir eben wieder. Oh, ist noch gegossen. Cool. Jetzt brauchen wir aber wieder neue Orchideen, wa? Ich weiß nicht. Ne, der Gemischwandern, der hatte, glaub ich. Der hatte am Mittwoch zu und, Schmied hat am Dienstag zu, glaube ich. Gucken wir gleich nochmal, aber ich meine schon. Hallöchen. 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 Montag bis Samstag. Der hat gar nicht geschlossen. Ach doch, Mittwoch steht da drunter. Wow. Wow. Wenn du auf Pizza stehst, es wachsen ein paar Herbsttrompeten und Matsutake in der Nähe des Bürgermeisterhauses. Denn da hat mir das gesagt, sie ist eine ziemliche Expertin bei der Nahrungssuche. Wie sagt man zum Herbst? Sweater weather? Ja, das stimmt schon. Sweater weather. Bitte sehr. Du bist so nett, danke. Bitte. 9 Uhr, Mann. Wir müssen unbedingt mal wieder grünen Tee und so weiter holen. Oder selber machen eigentlich. Aber ich weiß nicht wie. Did you open yet? Yes. So. Haben wir für uns auch gesorgt. Dann, ich guck mal eben, wann der Schmied aufmacht. Ob der heute überhaupt aufmacht. Sonntags geschlossen. Okay. Dann hole ich mal eben noch die Sachen. Und ich, gleichzeitig hole ich mal hier die mit, wenn ich die verschenken möchte. Und generell sie. Und sie. Let's go. Der sollte ja jetzt aufhaben, der Schmied. Eigentlich. Yes. Yes, yes, yes.
Topas. Müll. Perlenkette. Ich glaube, das meiste davon haben wir noch. Haben wir schon gehabt. Suki, können wir direkt mal eine Sonnenblume schenken. Hast du schon Pläne für den Winter geschmiedet, Jay? Man sollte ja jetzt damit anfangen, sich das zu überlegen. Warum? Valentina fragt mich immer wieder, ob sie alleine in den Wald gehen darf. Ich glaube, das ist gefährlich. Ich mache mir keine Sorgen wegen der Menschen, echt nicht. Aber man weiß ja nie, was sonst noch dort lebt. Ich glaube, es ist eigentlich nicht, aber es schadet ja nicht, vorsichtig zu sein, finde ich. Jetzt hat mir Alice ihre ungeheuerlichen Theorien in den Kopf gesetzt. Hast du wie... Ah, okay. Ein einfaches Danke reicht. Ein einfaches Danke würde reichen. Sag ich doch, dass wir das meiste schon hatten. Hast du schon mal von der Lichtererscheinung drüben auf der Turtle Island gehört? Ich lese gerne über seltsame Phänomene überall auf der Welt. Das fasziniert mich. Ich werde bald zum Gasthaus zurückkehren. Ich will mir erst noch ein paar neue Bücher in der Bücherei besorgen. Sieht köstlich aus, danke. Ein paar neue Orchideen wären, glaube ich, gut. Einkaufen. Das war jetzt teuer. Aber ich glaube, it's worth it. Ich habe eigentlich nie Kürbiskuchen gebacken, bevor ich hierher gezogen bin. Was für ein Fehler. Ich esse nicht oft außer Haus. Ich weiß nicht, ich schätze, mein Lieblingsgericht bekomme ich auch selber hin. Frank und Betty haben allerdings den besten Red Velvet Kuchen in der Stadt, das ist sicher. Okay, wir müssen ihr auf jeden Fall mal einen Red Velvet Kuchen... Nein! Red Velvet Kuchen schenken. Ich weiß nur nicht, wer Frank und Betty sind. Ich danke dir vielmals. Juri haben wir ja auch schon gesehen. Wir haben noch keine einzige Orchidee verschenkt. Oh, was ist denn jetzt los? Alle bereit, Leute? So bereit, wie wir nur sein können. Du weißt es. Alles klar, ich rufe den ersten Patienten. Danke, dass ihr gekommen seid, Leute. Wir fangen mit den Kindern und ihren Vormündern an. Mal sehen, sind Archie und Oliver hier? Ich bin hier, komm schon, Mama. Schon gut, wir gehen ja schon. Ich finde es toll, dass du so aufgeregt bist, Archie. Charles wartet in Raum 1 auf dich. Zeit zu gehen, Olli. Ich will nicht. Komm schon, Oliver. Weißt du noch, wie der Boy Detective seine Impfung bekommen hat? Willst du nicht genauso sein wie er? Okay. Er ist genau wie sein Vater. Du bist in Raum 2 mit Juri. Cool, dass sie hier eine Story mit Impfung haben. Sehr wichtig, Leute, sehr wichtig. Keine Sorge, Oliver, es ist vorbei, bevor du überhaupt etwas merkst. Und danach wirst du nicht mehr so leicht krank und kannst mehr im Freien spielen. Ich spiele gerne im Freien, also mache ich das wie der Boy Detective. Das ist die richtige Einstellung. Der läuft aber komisch. Hey, Oliver und Eleanor. Seid ihr bereit für eure Impfung? Nehme ich an. Autsch. Bist du schon fertig? Yep, wir sind alle fertig. Ich habe gar nichts gemerkt. Oh, das hat gar nicht wehgetan. Ja, weil du ein sehr tapferer Junge bist. Ich habe diesen Lolli für dich und Boy Detective Aufkleber.
Wow, danke, Frau Juri. Frau Juri, jederzeit gerne, Oliver. Ich kann ja auch nichts schenken. Habe ich ihr schon zweimal... Wir haben Dienstag, das geht gar nicht. Ups, so. Eins von zwei. Das ist, ne? Nein. Nein. Okay, geht ja gerade nicht anscheinend. Nervig. Dass ich erst dort hinten hinlaufen muss, das macht keinen Sinn irgendwie. Wobei schon irgendwie, wenn man am Museum ist, beziehungsweise wenn man aus der Mine rauskommt oder hier vom Tauchen, dann kann man direkt zum Museum gehen, um zu checken, ey, hat man gerade was fürs Museum gefangen. Ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Stimmt schon. Bam 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 bam. So. Schuppa. Ich glaube, jetzt können wir mal weitermachen. Ich weiß gerade nicht, Mine oder Tauchen? Mine. Wir sind beim Tauchen so kurz davor, da ist man gerade mehr getriggert, glaube ich, dort weiterzumachen. Deshalb, Tauchen. Let's go. Einzigen haben wir hier gemacht. Was wird sich hier jetzt ändern? Come on. Alter. Ich meine, hier ist ja auch viel Müll. I see and I know. But please, don't make it too hard on me. Don't be too hard on me, so. Boah, hier ist ja noch in jedem... Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, und hier ist auch immer noch, weil hier sollte ja eigentlich so die Öffnung sein, für Seeforming. Viel zu viel Müll hier. Viel zu viel. Aber immerhin kriegen wir jetzt mal eine Truhe. Vielleicht hätte man schon längst eine Bronze, eine Silbersichel machen sollen. Da ist ja noch jemand gefangen. Endlich. Eine wenigstens. Na? Blockiert, keine Sorge.
Und jetzt? Das gibt's nicht, ey. Wie viele Wege können... Da werde ich ja glatt wütend hier, ey. Das sollte jetzt gewesen sein. Unglaublich, wirklich unglaublich. Im kompletten Kreis macht das Ding. Das ist doch hier eine Unverschämtheit langsam. Hallöchen. Du verstehst nicht, was sie gesagt haben. Du verstehst nicht, was sie gesagt haben. Ja, cool, danke. Und warum hilfst du mir nicht, sie zu verstehen? Einer fehlt immer noch. Let's go. Eben was schnabulieren und dann weiter im Text. So, das sollte reichen. Der Rest wird für die Zeit wahrscheinlich gar nicht funktionieren. War aber jetzt schon wahrscheinlich zu viel. Oh, ich krieg langsam Hunger und hier kocht jemand irgendwas Leckeres. Ich weiß nicht was. Aber es zieht so rein. Es ist so bitter. Es ist wirklich so bitter. Ich fühle mich gerade wie beim letzten Mal, als man diese 30, glaube ich, waren's, machen musste beim ersten Mal und ich einfach einen übersehen habe und ich aber trotzdem in einer Region so war, hä? Wo muss ich jetzt? Okay, jetzt wird's doch noch spannend. Wir haben 20 Uhr. Ob das was wird? Schaffen wir es endlich? Sagen, welchen Weg gehst du da? Ich dachte schon, jetzt hast du aber sehr viel bist du aus dem Weg gegangen. Ja, du musst rein theoretisch, musst du auch wieder nach oben. Der letzte Stunde gebraucht, by the way. We did it, boys and girls. We did it. Oh, warte. Geheimnis unter dem Meer-Errungenschaft freigeschaltet. Thank you.
Ach, Entschuldigung. Heile den Ozean. Was ist denn damit jetzt gemeint? Okay. Ach. Kann ich hier ein X machen? Och, Saudo. Dafür muss ich erst den Ozean heilen, was auch immer das damit gemeint ist. Wir können das leider erst am nächsten Tag machen. Wie ist hier? Du sollst den Anker platzieren. Hier ging es nicht. Okay. Gucken wir beim nächsten Mal, wie weit wir das noch nach vorne treiben können. Ja. Aber ich denke, wir können zufrieden sein mit der Beute, was wir erbeutet haben. So, die nächsten Ausflüge, die wir da machen, sind sowieso dann eher darauf bestimmt. Oh. Sind sowieso darauf bestimmt, dann eher Algen zu sammeln und natürlich sich mit der Meeresbewohner Community auseinanderzusetzen. Obviously. Ja, wie gesagt, das mit dem... Wir hätten nur ein Muffin essen sollen. Oh, wir haben die Beziehung zu Archie verbessert. Wie auch immer. Einfach nur, weil ich Zwischensequenz hatte anscheinend. Die geben aber sehr viel Geld. Sie sind auch teuer. Das darf man natürlich nicht vergessen. Die sind auch teuer.